Also ich möchte mich auch kurz vorstellen, mein Name ist Güzel. Sehr interessanter Übergang, der Kollege, der vorher dran war, der Benedikt, ist aus der gleichen Branche. Ich bin auch Sanitär- und Heizungsbaumeister. Und aus der Not haben wir Teamwork entworfen. Und was bedeutet Teamwork? Wir haben im Gegensatz zum Kollegen einfach immer wieder die Herausforderung, dass wir größere Baustellen alleine nicht stemmen können. Das sind aber wichtige Kunden für uns. Wir können da nicht sagen, den machen wir jetzt nicht, der soll in einem halben Jahr kommen, das ist nicht möglich, weil der Kunde braucht aktuell die Arbeit und die Leistung und wandert dann vielleicht ab. Vielleicht wandert er für immer ab. Und aus dem Grund habe ich mit meinem Freund zusammen die Idee gehabt, eine Plattform zu entwerfen, wo Handwerksunternehmen zusammen an Projekten arbeiten können. Über diese Plattform kann man praktisch das aktuelle Problem inserieren und über Inserate sich finden und anschließend mit einem Kollegen Kontakt aufnehmen, aus der Plattform rausgehen und gemeinschaftlich jetzt Bauleistungen abliefern, auch gewerkeübergreifend. Es ist nicht entscheidend, ob man jetzt Schreiner ist oder Installateur ist oder Heizungsbauer ist, sondern es geht tatsächlich darum, dass man gewerkeübergreifend sein Netzwerk ausbauen und aufbauen kann und entsprechend just in time Informationen bekommt, wer kann mir helfen, wer hat gerade Zeit und kann bei diesem Auftrag dabei sein. Am Anfang war es dann so, dass wir uns gedacht haben, welche Prozesse sind wichtig, um tatsächlich eine Kooperation einzugehen. Und wir haben das Szenario mehrfach durchgespielt und haben gesagt, gut, als erstes muss jemand da sein, der Interesse hat, einen Auftrag einzustellen. Dann ist der Auftrag da, man hat mit dem Kunden eine Verbindung. Dann muss man sozusagen einen Partner finden, der die Qualität hat, der die Leistung hat, der die Verfügbarkeit hat und anschließend sozusagen auch über diese Plattform eine gewisse Absicherung hat in der Zusammenarbeit. Und dann ist die Seite entstanden. Wir haben 2 Jahre gebraucht, um das zu programmieren. Und jetzt ist die Seite live und kann von außen von jedem Handwerker genutzt werden. Was uns wichtig ist, dass wir sagen, in unserer Plattform ist das Geschäft nur B2B zu betrachten. Keine Endkunden, die dann irgendwas anfragen, sondern es ist tatsächlich so, dass die Meisterbetriebe in diesem Fall unter sich sein sollen. Und wir prüfen das auch. Wenn eine Anmeldung reinkommt, dann checken wir die Anmeldung, ob die Anmeldung entsprechend wertig ist. Ist das tatsächlich ein Unternehmer? Ist das tatsächlich ein Meisterbetrieb? Ist er tatsächlich in die Handwerksrolle eingetragen? Und in dieser Summe schalten wir dann den Kollegen frei und er kann über unsere Plattform verfügen. Auf unserer Plattform gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, man kann sich registrieren und kann praktisch in der Plattform nach Kollegen schauen und suchen und auch Kontakt aufnehmen. Und das andere ist, man geht selber in die Initiative und sagt, ich habe jetzt Bedarf, ich möchte jetzt möglichst schnell Unterstützung haben und möchte jetzt einen Partner gewinnen, der mich bei meinem Projekt unterstützt. Das Ganze haben wir jetzt in einer Plattform zusammengefasst. Das Mitmachen ist kostenlos und letztendlich geht es darum, dass wir so viel wie möglich erfassen. Interessant ist es für uns, dass man gewerkeübergreifend auch Partner finden kann. Wenn wir in der Sanitärbranche beispielsweise ein Bad umbauen und auf einen Fliesenleger zugehen und unsere Standardfliesenleger fragen, wie sieht es denn aus? Wir hätten jetzt in 6 Wochen einen Badumbau. Könnt ihr uns dabei unterstützen? Habt ihr Zeit und Lust? Bekommen wir oft das Zeitfenster in 4 Monaten. Wenn wir das dem Kunden sagen, wir können das in 4 Monaten ihr Bad umbauen oder in 5 Monaten, dann ist die Gefahr extrem groß, dass der Kunde abwandert, sich eben eine andere Firma sucht. Und das wollen wir vermeiden. Und vermeiden lässt sich das nur, wenn wir über diese Plattform praktisch gehen und sagen, wer hat denn jetzt Kapazitäten frei? Wenn man das jetzt auf den, wir sind ja jetzt heute auf einer Holzmesse, Schreinermesse, wenn man das jetzt auf den Schreiner transportiert, wäre es halt wichtig, dass dann unter den Schreinern sozusagen gibt es ja bestimmt Unternehmen, die extrem qualitativ etwas sehr, sehr gut können. Und das, was sie können und sich auch maschinentechnisch eingerichtet haben, könnten ja auch andere nützen. Und das wäre die Idee dahinter, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Meisterbetrieb, ich habe eine CNC-Maschine, die hat so und so viel 1.000 Euro gekostet, die muss ausgelastet werden. Wie bekomme ich denn die Auslastung? Über einen Endkunden sehr schwierig, weil da die Plattform extrem groß sein muss und man viel Werbung machen muss. Aber wenn ich dann sage, ich habe in meiner Plattform die Möglichkeit, von Kollegen Aufträge anzunehmen. Vielleicht sind die von der Wirtschaftlichkeit nicht ganz so interessant, aber von der Auslastung extrem interessant, weil ich eine größere Auslastung für meine Maschine bekomme und der Return von meinem Investment natürlich früher stattfinden kann. Das ist, denke ich, für das Holzhandwerk extrem wichtig, dass die entsprechende Auslastung da ist. Und wenn man dann über diese Plattform dann entsprechende Partner finden kann, ist der nächste Schritt, wie verbinde ich mich denn mit dem Partner? Um mit dem Partner sich verbinden zu können, haben wir in unserer Plattform verschiedene Verträge vorbereitet und über diese Verträge kann man dann sich entsprechend absichern
Wir haben dann hinzugenommen die VHV-Versicherung, das sieht man dann da unten. Man kann dann auch diese Verträge über die VHV-Versicherung absichern, damit dann die Gewährleistung da ist, dass wenn ich meinem Kollegen in irgendeiner Form Garantie-Gewährleistungsansprüche habe oder Bezahlungsansprüche oder Abschlagszahlungsansprüche habe, dass ich die entsprechend absichern kann. Und wir haben jetzt in der Anfangszeit sind wir über einen Großhandel gegangen, weil wir gesagt haben, wir brauchen Knotenpunkte. Wo sind die Knotenpunkte? Es ist unheimlich schwierig, eine Internetplattform nach außen zu tragen, wenn man nicht entsprechend einen Investor hat oder Möglichkeiten hat. Und wir sind jetzt über Knotenpunkte gegangen und über Knotenpunkte haben wir jetzt die Möglichkeiten gefunden, tatsächlich in Handwerksbetriebe reinzukommen und Gespräche zu führen. Und das war uns auch soweit wichtig. Ich hoffe, das ist jetzt in der Summe einfach zu verstehen gewesen. Ich bin auch mit meinem Pitch schon durch und wäre dann bereit für Fragen. Super, Jomi, ganz lieben Dank für deinen Vortrag. Danke. Nimm Platz, danke. Fühl dich wohl. Vielen Dank. Die Pause hat gepasst. Es war perfekt, ich habe dir 5 Minuten gebraucht, für was auch immer. Vom Namen her, Jomi ist dein Spitzname, Yildirim Güzel ist richtig ausgesprochen? Genau, ja. Güzel. Jomi, ich darf Jomi sagen. Genau. Du bist ja nicht nur Geschäftsführer bei von Teamwork, genau, sondern ja auch Installateur und Heizungsbaumeister. Ja? Genau. Aus deiner Erfahrung, wie ist denn die aktuelle Situation in der SHK-Branche? Was können denn Unternehmer ganz konkret tun, um eben Auftragsstaus zu vermeiden und andererseits auch die eigene Auslastung dann sicherzustellen, wenn du vielleicht zu wenig Fachkräfte hast? Naja, wir haben jetzt eigentlich eine relativ schwierige Zeit aktuell. Wenn wir einen Auftrag ins Haus bekommen, beispielsweise im Bereich Wärmepumpen, und wir fragen diese Wärmepumpe beim Großhändler, dann bekommen wir als Antwort Lieferzeit 6 Monate, Lieferzeit 1 Jahr. 1 Jahr will kein Kunde auf die Wärmepumpe warten. Und da wäre es dann natürlich extrem wichtig, dass man wirklich im Vorfeld schon von den Zulieferern entsprechend das Netzwerk hat und dann auch das Netzwerk hat, um tatsächlich umzusetzen. Und diese Umsetzung muss auch wieder just in time geplant werden und die meisten Betriebe sind nicht in der Lage, diese kurzfristigen und langfristigen Puffer entsprechend zu kompensieren. Welche Faktoren spielen denn aus deiner Sicht jetzt mal bei der Entstehung dieser Situation eine Rolle? Zum einen Fachkräftemangel, das, was du eben schon angesprochen hast, Mangel an Auszubildenden und vor allem der Hauptgrund wahrscheinlich, man redet im Handwerk zu wenig miteinander? Naja, also es ist so, wir haben die Innung, wir haben die Handwerkskammer, wir haben verschiedene Verbände, da wird schon geredet. Auch die Kommunikation unter den Handwerkern, bin ich überzeugt davon, die funktioniert gut. Aber man muss es auf die Mikrozelle runterbrechen. Der Handwerker, der aktuell ein Problem hat, etwas abzuwickeln, der kann nicht zu seiner Innung gehen oder zur Handwerkskammer gehen und sagen, ich habe da ein Defizit, wer kann mir helfen? Weil diese Hilfe versickert. Das bedeutet, man muss die Mikrozelle den Unternehmer nehmen und sagen, ich gebe dir eine Möglichkeit, andere anzusprechen. Und dieses andere Ansprechen ist immer auch eine Hürde. Wenn ich jetzt mich oute, ich habe zu viel Arbeit, kann mir einer helfen, dann ist durchaus möglich, dass vielleicht der Nächste, der etwas besser aufgestellt ist, auch vielleicht mir die Arbeit wegnimmt. Wenn ich aber weniger Arbeit habe, möchte ich mich vielleicht auch nicht outen, weil ich bin ja jetzt einer, der gerade nach Arbeit sucht. Das ist immer eine schlechte Ausgangsposition zum Verhandeln eines Preises. Du hast uns ja ein bisschen was erzählt über Teamwork. Ja? Ja. Hast die Plattform gegründet. Da können die Handwerksunternehmer dann planen, wie sie zusammenarbeiten. Welche, vielleicht nochmal ganz konkret, Plattform-Service bietet der ganz konkret Teamwork? Naja, die Service-Möglichkeiten sind da groß. Die Unternehmen können sich selbst schon mal als Unternehmen sozusagen bei uns präsentieren. Ich kann jetzt mein Logo hochladen und untereinander können wir uns leichter finden. Wenn man in Google eingibt, ich suche Heizungsbau Erlangen oder ich suche Schreinerei Müller in Nürnberg, dann erscheint eine große Latte an Schreinereien, aber ich weiß gar nicht, haben die Kapazitäten frei, haben die Möglichkeiten. Und wir sind unter uns und unter uns kann man natürlich anders filtern und anders suchen. Und das ist der große Vorteil. Der nächste Vorteil unserer Plattform ist, dass wir zusätzlich Serviceleistungen bieten im Vertragswesen. Wie arbeitet man denn zusammen? Gibt es einen Kooperationsvertrag? Wie funktioniert das Ganze? Wir haben ein Vertragswesen hinterlegt und das kann man dann als Partner downloaden, die Daten einfüllen und kann dann sofort mit den Kollegen sozusagen eine Kooperation eingehen. Sofort heißt, wer hat auf welche Services da Zugriff? Jeder auf alles? Oder? Nein, also wir haben
Eingangskriterien und diese Kriterien sind so gemacht, dass wir filtern, ob das wirklich ein Unternehmer ist. Mhm. Ist das ein wertiger Unternehmer, hat er eine Webseite, hat er eine Gewerbeanmeldung, hat er einen Meisterbrief, all diese Sachen werden abgefragt und dann schalten wir ihn frei. Muss er alles nachweisen? Muss er nachweisen, ja. Weil wir wollen ganz klar eins nicht, dass alle möglichen Unternehmer, die Interesse haben, einfach damit aufsteigen. Um das zu nutzen, die Daten zu nutzen. Ja. Ganz klar. Welche Partner, Yumi, unterstützen denn, also aus der Branche unterstützen denn das Teamwork-Netzwerk und welche Rolle spielt welcher Partner? Also wir haben das jetzt geschafft, mit verschiedenen Großhändlern Kooperationen einzugehen. Mhm. Das ist einmal die Firma Christ, das ist der Richter und Frenzel, das ist die Baustoffunion. Diese Partner unterstützen uns. Sie haben bestehende Netzwerke, sie haben bestehende Kontakte zu Handwerkern und versuchen den Handwerkern unsere Dienstleistung mit anzubieten, damit schneller die Abwicklung stattfindet. Auch der Großhandel ist daran interessiert, dass möglichst schnell die Umwälzung der Ware im Lager und auch der Verkauf funktioniert. Und das funktioniert nur, wenn das Nadelöhr der Handwerker mitspielt. Klingt alles wunderbar. Ja. Größte Herausforderung ist wahrscheinlich erstmal, wie kann ich als Handwerker dann mit reinkommen, Mitglied werden? Ja, also im Prinzip, wir reden nicht von einer klassischen Mitgliedschaft. Man kann sich hier auf unserer Seite, kann man praktisch reingehen, das ist nicht ganz so schwer, kostenlos registrieren heißt es da. Man drückt auf den Button, dann registriert man sich. Und muss dann die Dokumente hochladen. Genau, Stammdaten einpflegen und dann entscheiden wir, passt es oder passt es nicht. Und dann wird er schon freigeschaltet. Spannende Frage auch, in welcher Form wird denn in Teamwork die Zusammenarbeit zwischen Handwerkern oder mit potenziellen Kunden dann angebahnt auch? Naja, es ist so, dass wir ein Inseratensystem aufgebaut haben. Man muss sich das so vorstellen, der Bedarf hat, schaltet ein Inserat. Das ist dann auch kostenpflichtig. Und dieses Inserat können jetzt alle Kollegen sehen und können dann über unsere Seite direkt Kontakt aufnehmen. Also ist es ein Inseratensystem hinterlegt. Und schließt sich auch die Frage an, welche weitergehenden Dienstleistungen bietet Teamwork dann im Umfeld der Kooperations- und Vermittlungsservices an? Ja, wir bieten über unsere Seite auch die Möglichkeit, Equipment zu tauschen. Equipment tauschen ist extrem wichtig, weil wir in unserer... Und das, was Benedikt eben schon angesprochen hat. Ganz klar, es gibt größere Maschinen, es gibt Maschinen, die unheimlich teuer sind. Und diese Maschinen haben meistens den Durchsatz nicht. Und dann kann ich das mit Kollegen teilen, das denen anbieten, über unsere Plattform entsprechend Verträge runterladen, abgesichert, Bezahlung und das war's. Jetzt ist es ja so, dass jeder weiß, der da Mitglied ist, alle mussten sich anmelden und ihr habt das gecheckt, dass das auch ein Handwerksunternehmen ist. Ja. Und trotzdem gibt es so eine Möglichkeit für mich als Unternehmer, wenn ich jetzt dabei bin, die Seriosität nochmal des anderen irgendwie festzustellen? Ja, es ist so, dass wir schon ein, zwei Hürden haben. Eine Hürde wird jetzt dann in circa 14 Tagen eingebaut sein. Das ist, dass ich den Gegenüber über die Kreditreform check. Ist das ein wertiger Unternehmer? Hat er einen wertigen Verlauf? Kann man mit ihm zusammenarbeiten? Ist das eine Vertrauensperson? Solche Hürden haben wir auch, ja. Das heißt, ihr unterstützt dann auch die Zusammenführung beider? Absolut, ja. Wir forcieren es auch. Sobald ein Inserat bei uns reinkommt, dann schauen wir uns an, in welcher Branche ist das Ganze und wie können wir das in unser bestehendes Netzwerk schon vervielfältigen. Das heißt, ein Inserat, meinetwegen ein Schreiner möchte das und das haben, dann gucken wir, wie viele Schreiner haben wir denn in unserer Datei schon, in unserer Kartei, und die bekommen sofort eine Information, dass jetzt eben ein Inserat da ist und somit können wir ein Match versuchen zu generieren. Jetzt haben wir schon eben, du hast ja auch schon gesagt, die Daten sind ganz sensibel und ihr wollt nicht, dass dann andere Unternehmen, die da gar nichts zu suchen haben, die Daten abgreifen. Ja. Welche Daten muss ich denn jetzt eingeben, um eine Anfrage zu starten oder auf ein Angebot zu reagieren? Naja, wer bin ich, was bin ich, bin ich eingetragen in welcher Kammer, wie funktioniert mein Geschäft, habe ich eine Webseite, das sind die Grunddaten, die man als Geschäftsmann offenlegen muss, eine Steuernummer, habe ich überhaupt eine Steuernummer, und das wird bei uns überprüft und wenn das okay ist, kann man einfach mitmachen. Das Recherchieren und Suchen und Kontakt aufnehmen ist kostenlos, nur wenn ich derjenige bin, der in Not ist und ich möchte inserieren, dann muss ich dieses Inserat bezahlen. Genau, das wäre jetzt noch die Frage, was kostet denn die Teilnahme an Teamwork-Netzwerk, also die Handwerksunternehmen oder auch dann den potenziellen Auftraggeber? Ja, also die Inserate, vielleicht sieht man das, die Inserate sind folgendermaßen aufgebaut. Wir haben ein kurzes Inserat, das ist für 4 Wochen gemacht, das kostet 89 Euro. Wir haben ein Halbjahresinserat und wir haben ein Ganzjahresinserat. Der Vorteil an unseren Inseraten ist, wenn ich heute meinetwegen ein Jahresinserat schalte für 890 Euro, dann kann ich im Inserat selber jederzeit bestimmen, welchen Bedarf ich jetzt habe. Das bedeutet,
heute suche ich einen Partner im Bereich Fliesen. Jetzt ist der Fliesenleger fertig oder nehmen wir den Trockenbauer. Jetzt brauche ich die nächste Kooperation und ich kann diese Hülle Inserat jederzeit anders befüllen. Somit kaufe ich eigentlich nur ein Inserat und über dieses Inserat kann ich permanent Kollegen ansprechen und Partnerschaften gewinnen. Junge, jetzt bist du ja ein, ja, kann man schon sagen, erklärter Netzwerkfan. Ja. Welche Empfehlung kannst du denn jetzt deinen Kollegen geben hinsichtlich der Vernetzung untereinander? Wie wichtig ist das? Der Kollege, der vor mir dran war, der Benedikt, hat es eigentlich ganz gut mal auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, er sieht eine große Hürde im Vernetzen mit Partnern. Das verstehe ich auch, weil es ja auch immer eine Vertrauensgeschichte ist. Jetzt schicke ich zu meinem Kunden andere Leute oder neue Leute. Aber ich glaube, man muss sich darauf einlassen, weil wenn die Situation im Extremfall so weitergeht, werde ich Partnerschaften brauchen. Aber um eine Partnerschaft sicher zu gestalten, muss ein gewisses Vertrauen da sein und ein Vertragswert da sein. Der Benedikt geht davon aus, dass vielleicht auch beispielsweise Monteure abgeworben werden. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt beide Unternehmer, wir bauen jetzt hier ein Haus oder was auch immer und du stellst mir eine Teilleistung zur Verfügung. Jetzt sehe ich, wow, du hast ja super Leute. Dann spreche ich auf der Baustelle deine Mitarbeiter an, bezahle denen etwas mehr, ein attraktiverer Arbeitsplatz und jetzt habe ich neue Mitarbeiter gewonnen. Die Gefahr ist extrem groß, man kann das aber auskoppeln, indem man im Vertragswesen untereinander schon bespricht. Meine Mitarbeiter darfst du 2 Jahre nicht ansprechen, sollte das der Fall sein, gibt es die Strafe XY. Und dann ist jeder safe. Und dann ist automatisch ein Vertrag da, der das Vertrauen nochmal unterstreicht. Und die andere Frage wäre noch, Vernetzung ist also ganz wichtig, auf die Sachen muss man achten. Und worauf muss ich achten, wenn ich mich für eine Netzwerkplattform wie Teamwork entscheide? Was sind da so die Kriterien, wo du sagst, das muss gegeben sein? Naja, es sollte so sein, dass da wirklich der Eingang zu dieser Plattform etwas schwieriger sein sollte. Das bedeutet, dann fallen schon mal Unternehmen weg, die halt keine perfekten Unterlagen haben. Dann fallen Unternehmen weg, die halt eben vielleicht eine schlechte Historie haben. Und wichtig wäre es wirklich, seriöse Plattformen anzugehen. Da gibt es auch andere, aber letztendlich ist es tatsächlich so, man muss über diese Plattform ja zu einem Match kommen. Und das Match ist wichtig, damit meine Investition in der Plattform auch entsprechend sichergestellt ist. Und der Eingang dieser Plattform sollte meiner Meinung nach einfach schwer sein. Man sollte einfach Dokumente, Unterlagen hochladen müssen und es sollte nicht so sein, dass jeder mit gefakten Unterlagen da reinkommt. Wie ist denn die Erfahrung von dir mit gefakten Unterlagen? Da habt ihr schon den einen oder anderen erwischt dann, wo ihr das Ding rausgeschmissen habt dann? Ja, und wie ist zwar, der Prozentsatz? Ja, es ist so, dass wir wirklich so, ich sag mal, 3-5% haben, die das trotzdem versuchen und mein Kollege, der die Technik und die Programmierung macht, hat da einige Prozesse aufgebaut, die diese Personen rausfiltern. Steuernummer nicht richtig angegeben, Webseite nicht gefunden, Meisterbrief nicht erkannt, was auch immer. Und dann telefonieren wir nach und fragen, sind diese Unterlagen nicht da oder sind sie falsch hochgeladen worden? Und wir versuchen dann sozusagen auch im Gespräch rauszufinden, ob der trotzdem zu uns passt oder nicht. Und manche fallen tatsächlich raus. Jumi, was glaubst du denn? Benedikt hat ja so seine Bedenken geäußert aus den und den Gründen, aber warum glaubst du, ist es in Zukunft so wichtig? Oder glaubst du eher, um es schärfer zu formulieren, es wird nur noch mit Netzwerk, mit Teamwork gehen unter den Unternehmen? Ich glaube, dass wir im Handwerk in den nächsten 10 bis 15 Jahren einen Wandel haben. Es wird Unternehmen geben, wie den Benedikt, die super digitalisiert sind, die perfekt sich auf den Kunden abgestimmt haben und die dann vielleicht die Menge nicht abwickeln können. Und dann wird es wiederum Unternehmen geben, die etwas kleiner aufgestellt sind, die vielleicht noch nicht so lange auf dem Markt sind, die in der Außendarstellung mit Facebook, mit Internet, mit Instagram die Zeit gar nicht haben und auch das Investment nicht haben. Mhm. Und solche Firmen werden in Zukunft mehr montieren. Mag sein, dass sie es auch sehr gut machen. Und dann wird es wiederum Firmen geben, die eben verkaufen können. Und die Verkäufer werden dann immer auf diese Montageteams zugreifen müssen. Und es muss irgendwas geben, was diese Unternehmen verbindet. Und idealerweise im Internet über so eine Seite, wie wir es sind. Und was glaubst du, wann es, wenn es die Seite schon eher gegeben hätte? Ja. Wann habt ihr gestartet? Vor 3 Jahren sind wir losgegangen. Vor 3 Jahren. Ja. Und dann hast du, war Corona dann nochmal ein Pusher? Oder? Nein, das war nicht hilfreich. War nicht hilfreich, weil wir
in den Unternehmen auch rein müssen, ja. mit den Personen ja. reden müssen. Das ist nicht persönliche bekannt, Kontakte, ja. persönliche Kontakte, ja. auch die Kontakte zu den Herstellern oder zu den Großhändlern. Und Corona war jetzt für uns nicht hilfreich. Jetzt sehen ja auch andere, dass das gut läuft, dass die Idee gut ist und versuchen das dann vielleicht nachzuahmen. Und ja. siehst du da eine Gefahr irgendwie, dass dann quasi dass dann der Ruf von solchen Plattformen irgendwie so nach unten geht, dass es dann auch abfärbt? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Plattformen, sofern der Einstieg erschwert ist, schon seriös sind. Natürlich kann keiner gewährleisten, ob jetzt Firma A mit Firma B ein super Geschäft macht und auch Firma A Firma B bezahlt. Das können wir auch nicht. Die Gefahr ist immer da. Aber es gibt Absicherungsmechanismen, wie beispielsweise die VfV-Versicherung, mit dem wir Vertragspartner sind. Da kann man diese Prozesse absichern. Und ich empfehle das auch. Dringend empfohlen. Jumi, wann war denn bei dir der Punkt? Vor 3 Jahren seid ihr auf dem Markt damit, ja. aber das war bei dir ja schon viel eher da, dass du es quasi mit Kooperationen gemacht hast. Ja. Wann und dann, wo war bei dir der Punkt da, dieser Knackpunkt, dieses Aha-Erlebnis, wo du gedacht hast, eigentlich geht es nur noch so, auch bei dir jetzt im Unternehmen? Na, das war relativ einfach. Ich habe einen Auftrag bekommen, denkmalgeschützte Gebäude. Wir sind da, ich will nicht sagen spezialisiert, aber ja, wir machen sehr viel denkmalgeschützte Gebäude, Bäder, Heizungen und so weiter. Und wir haben in Ansbach einen Auftrag erhalten und das war ein größeres Gebäude. Das war für ein halbes Jahr fast mein ganzes Unternehmen geplant mit diesem Bauvorhaben. Und nach 2-3 Wochen haben dann einige Handwerker denkmalgeschützte Wände abgetragen. Das Denkmalamt von München ist gekommen, hat die Baustelle eingestellt. Ja. Und dann war ich mit 6 Handwerkern auf der Baustelle und von heute auf morgen ein Baustellenverbot. Mhm. Und dann habe ich den Architekten gefragt, wann geht es denn weiter? Mhm. Ja, eine Woche maximal. Aus der Woche wurden 6 Monate. Und ich musste immer Standby mein Personal zur Verfügung stellen, weil laut Vertrag, wenn ich dann Zuruf bekomme, muss ich in 2 Wochen wieder starten. Mhm. Und dann habe ich angefangen, im Internet zu suchen, ob ich nicht anderen Kollegen helfen kann in der Zeit. Und ich habe nichts gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es Zeit, dass man das in die Hand nimmt und wirklich den Kollegen etwas anbietet, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Und das war für mich der Aha-Effekt, wie du sagst. Und dann habe ich mit meinem Kollegen zusammen angefangen, viele Tage, viele Nächte das Ganze zu programmieren und das steht jetzt da. Und glaubst du, dass andere Unternehmen hätten schon irgendwie, die es vielleicht dann am Ende nicht geschafft haben, aus den oder den Gründen gerettet werden hätten können oder wenn sie einfach diese Möglichkeit gehabt hätten? Ja, ich glaube, dass... Es mangelt ja, wie gesagt, nicht an Aufträgen, sondern an Mitarbeitern. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, auch wenn man ein bestehendes Netzwerk hat, jeder Handwerker hat in seinem Handy 30, 40 Kontakte, die wertig sind. Aber ich habe das ja selber erlebt und auch probiert. In dem Moment, wo ich meine Kollegen anrufe und sage, kann ich euch bei etwas unterstützen, könnt ihr mir helfen, bekomme ich immer die gleiche Antwort. Ja, das lässt sich jetzt gerade nicht gut planen, das ist schwierig. Das bedeutet, es muss etwas geben, wo man wirklich just in time auf Abruf Unterstützung bekommt oder eben auf Abruf seine Leistung anbieten kann. Und dieses auf Abruf funktioniert nicht mit dem Telefon. Man telefoniert den ganzen Tag, am nächsten Tag nochmal und dann heißt es, vielleicht kann ich den Termin verschieben, ich schaue mal, was ich machen kann. Aber über eine Plattform ist ganz klar, das Datum ist eingegeben von bis und dann hat man Unterstützung. Und die Gefahr, dass die Unternehmen, dass das immer weiter das Handwerk fragmentiert, dass es nur noch ganz kleine Ein-Mann-Betriebe, die sich dann quasi alles für den Auftrag zusammensuchen, dass dann quasi die normalen Unternehmen irgendwie... Nein, das wird das schwer. Es wird immer gute Unternehmen geben, die gestanden, den direkten Kontakt zum Endkunden haben. Aber wir sehen auch, wir haben vor ungefähr 2,5 Jahren haben wir in Nürnberg eine Behindertenwerkstatt gebaut. Und auch da wurde mein Zeitplan um 4 Wochen eingefroren, weil der Architekt keine Firma gefunden hat, die adäquat den Trockenbau macht. Mhm. Also wir sehen schon, dass auch viele Baustellen in der Zeit gezogen werden. Und das ist ja auch Kapitalbindung für den Auftraggeber. Mhm. Das läuft ja, die Maschinerie läuft ja permanent weiter. Und über solche Plattformen kann man das alles zusammenraffen und just in time in kleinen Teilen abarbeiten. Das ist das Wichtige daran. Jumi, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit. Für dich nochmal die Möglichkeit, nochmal einen Appell, eine Handlungsempfehlung an die Handwerksunternehmer da draußen zu geben, warum es quasi ohne Netzwerk und ohne so eine Plattform wie zum Beispiel Teamwork vielleicht gar nicht mehr geht in Zukunft. Ja, mein Appell ist letztendlich, dass jeder sich trauen sollte, offen im Netz zu agieren. Das ist natürlich gefährlich. Plattformen wie Teamwork bieten die entsprechende Sicherheit. Und man sollte sich auch trauen, wie jetzt bei uns, man kann bei uns Inserate anonym gestalten. Ich weiß, dass die meisten Handwerker Schwierigkeiten haben, die Hürde zu nehmen,
oute ich mich, weil ich jetzt gerade wenig Arbeit habe? Oder oute ich mich mit einem Auftrag und habe Angst, dass der Nächste vielleicht den Kunden sogar kennt? Und man kann bei uns direkt tatsächlich anonymisiert Inserate schalten. Somit weiß der eine nicht, wer der andere ist. Und man kann über eine Chatbox kommunizieren, ähnlich wie bei eBay. Und erst wenn man dann sagt, okay, ich glaube, das ist der Richtige, hier hast du meine Telefonnummer, bitte ruf mich an. Ich würde mir einfach wünschen, dass im Handwerk dieses Misstrauen fällt und die Handwerker und die Betriebe in der Mikrozelle mehr Unternehmer sind und aufeinander zugehen. Nicht in den oberen Ebenen, in den Gremien, Innung, Handwerkskammer, ja, aber das ist nicht die schnelle Lösung. Das ist eine langfristig geplante Lösung, aber nicht die schnelle Lösung. Deswegen kann ich jedem nur sagen, an dem Tag, wo ich jetzt Überschuss an Arbeit habe oder an dem Tag, wo mir ein Auftrag wegbricht, daran denken, ins Internet gehen und Plattform aufsuchen, kurz ein Inserat schalten. Wir nehmen diese Inserate ernst, das ist unser Job und wir vervielfältigen die Inserate an Kollegen. Somit kann natürlich jedem ein bisschen geholfen werden. Jumi, vielen Dank an dieser Stelle. Also, was nehmen wir mit? Kollegenteams statt Eigenbrötler. Ja. Dankeschön für die Ausführung.